Wird Novena, fünfter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Matthäus 7,7. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Novena zum heiligen Chabel Makluf. O wundertätiger heiliger Chabel. Dein überaus reiner Leib verströmt himmlischen Duft. Eile mir zu helfen und erbitte mir von Gott die Gnade, die ich dringend brauche. Wenn sie wirklich zur Ehre Gottes und zum Heil meiner Seele gereicht. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schutzengel Novena, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, du bist so gut, dass du mir einen Schutzengel gegeben hast, um meinem Körper und meiner Seele zu schützen. Hilf mir, meinen Engel kennenzulernen und ihm zu folgen, damit ich mit seiner Führung es wert bin, mit ihm im Himmel zu sein. Mein süßer Schutzengel, du bist jeden Tag meines Lebens mein Verteidiger. Beschütze mich vor der Sünde und der Körperverletzung. Hilf mir zu lernen, mich selbst zu verteidigen und zu schützen, damit ich die Person sein kann, zu der Gott mich berufen hat. Du bist die ganze Zeit bei mir, also kannst du bereits diese meine Absichten, die ich dich bitte, dem Herrn zu übergeben. Mein Schutzengel, mein Verteidiger, beschütze mich. Amen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiliger Pater Pio Novena, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gebet zum Heiligsten Herzen Jesu. O mein Jesus, du hast gesagt, wahrlich, ich sage euch, bittet und ihr werdet empfangen. Suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Siehe, ich klopfe an und ich suche. Ich bitte um deine Gnade. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue und hoffe auf dich. O mein Jesus, du hast gesagt, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, wird er euch gewähren. Siehe, in deinem Namen erbitte ich von deinem Vater die Gnade. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue und hoffe auf dich. O mein Jesus, du hast gesagt, wahrlich, ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Siehe, gestützt auf die Unfehlbarkeit deiner Worte, bitte ich um die Gnade. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiligstes Herz Jesu. Ich vertraue und hoffe auf dich. O heiligstes Herz Jesu, dem es unmöglich ist, kein Mitleid zu haben mit mir Unglücklichen, hab Erbarmen mit mir armen Sünder und gewähre mir die Gnade, um die ich dich bitte durch das unbefleckte Herz Mariens. Deine und unsere zärtliche Mutter, heiliger Josef, innigst mit dem heiligsten Herzen Jesu verbunden, bitte für uns arme Sünder. Gegrüßet seist du, Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir. Verbannte Kinder Evas, zu dir seufzen wir, trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan, denn du unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu, und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Heilige Peregrinus Novena, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O großer heiliger Peregrinus, du wurdest wiederum der Mächtigen, der Wundertäter genannt, wegen der zahlreichen Wunder, die du von Gott für diejenigen erhalten hast, die Zuflucht zu dir genommen haben. So viele Jahre lang trugst du diese Krebskrankheit, die die eigentliche Phase des Seins zerstört. In deinem eigenen Fleisch bist du Zuflucht zur Quelle aller Gnade suchtest, als die Macht des Menschen nicht mehr konnte. Du wurdest mit der Vision von Jesus begünstigt, der von seinem Kreuz herabstieg, um deine Bedrängnis zu heilen. Wir bitten dich von Gott und unserer lieben Frau, die Heilung der Kranken zu erbitten, die wir ihnen anvertrauen. Auf diese Weise durch deine mächtige Fürsprache unterstützt, wenden werden wir Gott jetzt und in alle Ewigkeit ein Lied der Dankbarkeit für seine große Güte und Barmherzigkeit singen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.